Ja, da bin ich wieder mit in der Entscheidungsfindung, ob ich das hier weitermachen will oder ob das irgendwie langweilig ist. Sag mal, sollte hier nicht irgendwas rumliegen? Ich meine, im Sinne von irgendwas? Es gefährlich danach aus, als wäre hier wieder so eine Heuschreckenplage durchmarschiert. Gar nichts. Im Sinne von überhaupt nichts. Na, immerhin ein Flight Helmet. .308 Winchester, ja, die nimmt man mit, so für den Fall der Fälle, ne? Dass man mal was findet. Ich habe sogar die Klamotten mitgenommen. Ein KA-74 Magazin, brauche ich das? Falsches Kaliber, ne? 62 von 39, nein. Lieber Himmel, die haben aber wirklich alles eingetütet, was nicht niet- und nagelfest war. Eine Frag-Grenade, die lassen sie liegen. Oder die ist nachträglich gespawnt. Ein Drum Weiger Magazine. Ich habe gestern eine Weiger gefunden. Und natürlich liegen lassen, weil kann man ja nicht brauchen. SKS 5966. Auch nicht toller als das, was ich habe. Ja, hätte ich ein paar mehr Slots gehabt. Ich glaube, da oben habe ich die Weiger liegen lassen, aber die wird jetzt sowas von weg sein. Wenn die hier alles dermaßen mitnehmen, dann werden die wohl kaum eine Weiger liegen lassen. Boots, ja, wie sieht das mit Stiefeln aus? Ja, Hunter Boots in bestem Zustand. Ja, Gott, oh Gott, oh Gott, was mache ich denn nun? Der gute Gustav hat ja so mehr oder weniger erreicht, was er erreichen kann. Ich schätze, ich pausiere erstmal einfach einige Zeit. Lass das sozusagen mal sacken. Denn ich bin jetzt zu Fuß von da nach da gelatscht. Na, das war so ein ordentliches Ende. Wo mache ich von hier aus weiter, wo es wirklich Sinn machen würde? Ich könnte natürlich hier rüber nach Prison Island. Ach Gott, das wäre eigentlich das Einzige, was irgendwie interessant sein könnte, weil hier hoch die nächste interessante Stelle müsste hier eine Military Base sein. Das, ich glaube, hier. Hier, jedenfalls mitten im Wald. Ziemlicher Kasten. Oder war das hier? Ach, ich kann's, ich war so lange nicht mehr da. Wahrscheinlich ist es alles verstrahlt. Und es ist auch nicht wahnsinnig interessant, wenn ich da so lang laufe. Also Langlauf. Hahaha. Komm, ich kann das. Ich versuche jetzt mal dadurch zu retten, dass ich nach Prison Island tigere. Und mir da mal einen Kopf mache von der Lage. Die mal alle ausmache, hier wird ja immer mehr. Wobei ich nicht weiß, ob Prison Island auf diesem Server auch in irgendeiner Form verstrahlt, mit Giftgas versetzt oder sonst wie ungenießbar gemacht worden ist. Das werden wir jetzt rausfinden. Und ich denke, ich werde an dieser Stelle wieder schneiden, damit ihr das ewige, langweilige Rumgelaufe nicht mitmachen müsst. Das Erste, was man tut, wenn man auf einer Gefängnisinsel ankommt, ist Ärger machen. Machen wir mal Ärger. Guck an, das Ding da unten habe ich auch noch nie gesehen. Ist ja auch ein Weilchen her, dass ich zuletzt hier war. Lucky, Lucky. Naja, immerhin. Alte Klamotten liegen noch rum. Olle Plünn.
Irgendwelche Zombies? Nein. Combat Gloves und eine Dose Futter. Kann ich die überhaupt noch mitnehmen? Komm, das Ding schmeiße ich weg. Das ist doch Blödsinn. Ist mal ein halbes Zelt, aber was soll's. Wo ein Zelt herkommt, kommt noch ein zweites her. Knicklicht, wollte ich gerade sagen. Nein. Patronen. Ja, also dafür hat es sich jetzt noch nicht gelohnt, nasse Füße zu kriegen. Weil ihr solltet jetzt erstmal was essen. Schönes Messerchen. Noch Baraka-Sides. BDU-Pants. Petrol-Pants. Und noch ein Combat Knife. Wie sieht das hier aus? 30, 30. Und ich habe hier auch 30. Ich glaube, ich habe die Büchse immer noch nicht leer, ne? Dann esse ich doch mal immer ordentlich einen Happen. Ist unglaublich, wie lange das Zeug hält hier aus den Opa-Dosen. Oder ist es generell so eingestellt, dass halt alle Nahrungsvorräte immer wahnsinnig lange halten? Dann sollte ich nochmal einen tüchtigen Zug aus der Pulle nehmen. Also hier liegen allein zwei Messer rum, wenn ich es eben richtig gesehen habe. Also sollte ich vielleicht mit Messern eine Weile hinkommen. Ja, zwei verschiedene Messerchen. Ist nicht da. Baraka-Sides. Ein passendes Magazin für meine Knarre. Aber ich habe schon genug Magazine. Also mache ich das Ding leer. Und nehme nur die Patronen mit. Hier ist schon wieder eine Tür, die auf und zu geht. Kriegst ja Verfolgungswahn bei. Noch eine Schmuckgranate. Komm, ich nehme sie mal mit. 30 Schuss MP5 Magazin. Tja, noch eine so eine Baracke. Das waren dann eigentlich auch so die richtig ergiebigen Ecken. Wie die U-Pants, ein Visier für den Helm. 45 ACP-Patronen. Was ist das? Noch ein Magazin. Nehme ich das auch noch mit. Also einen Mangel an entsprechenden Patronen gibt es hier nicht. Ein Mangel an Magazins auch nicht. Was war das hier noch? Ein 10, warum habe ich das denn mitgenommen? Ein 10-Patronen-Magazin. Das plündere ich erstmal leer. Da sind nämlich Schrotpatronen drin. Und dann schmeißen wir es weg. Hier mal einen Blick drauf werfen. Das Ding ist noch da. Falls ich noch eine Feiger finden sollte. Und total gern würde ich so ein VA-80 oder was das ist finden. Ich habe nicht mal eine Vorstellung, wie das Ding aussieht. Eine 45er Maschinenpistölchen. Einmal noch Schinken. Habe ich aber noch schon so viele, Leute. Ich kann vor Schinken kaum noch laufen. Ein Assault Backpack mit ein paar Sardinen drin. Wahrscheinlich kommt es aus Sardinien. Universal Flashlight, Patrol Jacket mit, wer hätte das gedacht, 67 mal 39 Patronen. Noch ein Baraka Sides, noch eine Dose Bacon, das ist Schinken. Da hinten liegt irgendwas. Eine AEK, was ist denn nun wieder eine AEK? Automat, Perevod. Nikov. AEK, sicher schon wieder Türen. Komm, ich nehme sie mit, bis ich weiß, was ich will. Aber wahrscheinlich habe ich gar nicht den Platz, um das Ding zu transportieren und deswegen schmeiße ich sie bestimmt gleich wieder weg. Eine Art Wachstube. Finde ich in letzter Zeit eigentlich nie was drin. Heute schon ein bisschen, aber sonst nie. Und 45er Patronen scheint hier so die häusliche Währung zu sein.
Haut mich auch nicht um. Also die Flinte kann ich hier glatt liegen lassen. Sowas kann man mitnehmen, wenn man wieder zurück zum Festland paddelt, um da dann irgendwas zu finden. Zu verkaufen. Ich rede wieder wirr. Ich konzentriere mich nicht. Habe ich einen Handheld Transceiver? Ich glaube, ich hätte irgendwo einen im Gürtel, ne? Aber so ganz abgelutschten. Und ich hänge ihn einfach dahin. So. Sieht doch sehr schick aus. Jetzt habe ich einen. Batterie habe ich immer noch keinen dafür, aber was soll's. Oh, bist du nicht ein Zombie? Jetzt sollte ich jetzt die Flinte mal zur Abwechslung nehmen. Weil die so schön leise ist. Piff, paff. Macht man am besten erstmal sämtliche Türen zu. Oder gibt es hier nämlich so Schleichwege, durch die man sich von A nach B pirschen kann, ohne sich mit der ganzen Bagage rumärgern zu müssen. Weil das bis hier aber sehr, sehr zivil aussieht. Also normalerweise bin ich da aber andere Stückzahlen gewohnt. Diese Räumlichkeiten zum Beispiel sind üblicherweise auch recht lukrativ. Eine USG, aha. Eine BK-133 habe ich nun blöderweise schon. Noch eine AEK irgendwas. M82A2. Ich denke, das ist ein Schalldämpfer, ne? Aber für was? Also, Ein Skorpion, wie niedlich. Prisoner Cap, ja. Muss ich haben. Es lohnt die Paddelei nicht, nicht? Bagazeng. Noch ein AK-47 Magazin. Blablabla. Das plündere ich mir. Lutsche ich mir leer. Dann lutsche ich mir die Patronen raus. Wenn das so weitergeht, schmeiße ich hier mit Rauchgranaten rum, einfach nur aus Langeweile. Eine Baracke. Baraka. Petrolpants. Eine Brille. Ein Maschinenpistolenmagazinchen. Noch eine Funke. Noch so ein KA-74 Magazin. Ich brauch's ja nicht, Mensch. Schon ein anderes eingesammelt, das hier nutzlos Platz wegnimmt. Irgendwo. Wahrscheinlich habe ich es schon verdrängt. Noch eine Skorpion. Ja, da lutsche ich mal wieder die Patronen raus. Dann habe ich nämlich genug von allem. Hier ist, glaube ich, ja genau, das ist nur wieder so ein Standardgebäude. Da, AK-47 habe ich aber schon. Sind die besser wenigstens als meine? Ist meine vielleicht abgelutscht oder so? Nein, die ist auch bestens in Schuss. Dann brauche ich sie auch nicht. So, mir fehlt echt die Möglichkeit, zwei weitere Flinten einzutüten. Weil das doch recht nützlich ist, wenn man ja Dinge erbeuten will halt. Ist denn der Eingang hier irgendwo? Nein, dann muss er im Innenhof sein.
Oh, ich sollte noch nach oben gucken. Also da ist der Eingang, den ich eben gesucht habe, aber hier oben müsste sich noch so einiges tun. Räume, die es zu durchstöbern gilt. Naja. Also lukrative Räume, wo ich vor lauter interessanten Sachen kaum weiß, wo mir der Kopf steht. Lohnt sich eigentlich nicht, ne? Ja, dann gucken wir eben noch mal nach unten. Die Türen sind nicht umsonst offen. Das sind hier normalerweise recht ergiebige Räumlichkeiten. Allerdings scheint das alles schon ein bisschen her zu sein. Tja. Er hat sich jedenfalls nicht gelohnt. Ich könnte jetzt eine von diesen AEG-Automaten mitnehmen, aber wozu? Ich kann sie ja kaum tragen. Wie kommt man hier rein? Achso, das ist von da drüben. Lucky, Lucky. Nix. Ja, da läuft wieder einer rum. Ich glaube, ich zeck mich hier ein. Boxed Rubber. Ja, das fehlt mir noch. Rubber Slugs. Ich glaube, ich schmeiße zum Spaß. Zur Feier des Tages schmeiße ich eine Rauchgranate. Und dann lasse ich es auch gut sein hier. Wie war das jetzt? Knopf halten, G drücken und dann Knopf. Genau, so. Hui. Werdet ihr ganz eingegrünt. Tja. Das Highlight dieser Unternehmung. Dann logge ich mich hier erstmal aus und denke über mein Leben nach.